Hier jetzt ein originaler Cicero-Text, wie er im Abitur vorkommen könnte. Er ist nicht bearbeitet, lediglich in den Zeilen gegliedert, in kleinere Abschnitte. Dass es einfacher wird, hat bei mir aber einfach auch den Sinn und Zweck, dass die Zeilen für die Übersetzung nicht zu lang werden. Fangen wir einfach mal an. Quamquam te. Obwohl te dich, Marce Fili, Sohn Markus, wen oder was ein Jahr schon audientem Partizip Präsens hörend, Gratippum den Gratippos, so schreibt man ihn, itque und dies Athenis in Athen abundare im Überfluss vorhanden sein, oportet, es ist nötig, praeceptis, also im Überfluss vorhanden sein. Oder im Überfluss, ja, Vorschläge, ich lasse den Kasus jetzt nochmal offen mit Dativ, Ablativ und Anweisungen, Institutis, Philosophiae der Philosophie, quamquam te. Jetzt muss ich hier kurz wieder. Und ein Jahr schon hörend den Gratippus und das in Athen. Es ist nötig. Vorhanden sein. Es ist nötig, Komma, das würde ich jetzt mal machen. Im Überfluss vorhanden sind. Das ist, obwohl es für dich, Sohn Markus, der, jetzt machen wir den Nebensatz, ein Jahr schon den Kratippos hört. Dich. Und dies in Athen, ja, das können wir irgendwie als Einschub machen. Nötig ist, dass Vorschläge und Anweisungen der Philosophie im Überfluss vorhanden sind. Lassen wir es erstmal so stehen. Propter wegen, summam et doctoris. Autoritatem et urbis, sowohl summam Autoritatem des höchsten Einflusses des Doctoris Lehrers, so als auch et urbis, nochmal Genitiv, bezieht sich auf dasselbe. Also auch der Staat. Von denen, Quorum, beim Genitiv kann man auch immer von Genitiv machen. Der eine, also der Doktor, der Lehrer, T. Dich, ja, vermehren kann. Sagen wir jetzt mal tätig. Scientia durch Wissenschaft oder Wissen vermehren, vergrößern, vermehren kann. Die Feinheiten kommen später. Altera, die andere, also die Stadt, durch Beispiele, also wahrscheinlich Beispiele des praktischen Lebens,
Ja, also obwohl ging's los. Und jetzt trotzdem, dennoch vielleicht auch. Ja, sagen wir mal wie. Ipse ad meam conjunxi, also ich selbst, ad meam utilitatem, zu meinem Nutzen immer mit, ja, sagen wir, mit dem Griechischen, ja, mit dem Griechen, mit dem Griechischen, da darf man etwas freier sein, das Lateinische verbunden habe, Konjunxi. Neque it. Geht's weiter. Und nicht it dies in Philosophia solum, in der Philosophie allein, sed etiam, sondern auch, ja, in der Ausübung, in der Ausübung praktischen Tätigkeit des Sprechens, feci, tat ich es. Idem, eadem, idem, also eben dies, dir, censeo, meine ich, tibi faciendum, also faciendum esse, dir ist zu tun, du musst tun, also solltest du tun, wie ich meine, ne? Sonst wird es etwas unübersichtlich. Damit Parsis, par, ja, gleich ebenbürtig, du, Konjunktiv, ebenbürtig bist in, ja, Fakultate, hier eher nicht als die Möglichkeit, sondern sozusagen die beiden Disziplinen, was würde hier passen? Erlaubnis, Beredsamkeit, Vorrat. Ja, nehmen wir doch dann die Beredsamkeit. Der Beredsamkeit utriusque in beiden Arten der Rede, ne, würde ich hier etwas freier. Und jetzt müssen wir noch ein bisschen ins Detail, weil das mit den Hauptsätzen geht irgendwie noch nicht auf. Obwohl es für dich so, Markus, der schon ein Jahr den Kratippus hört und diesen Latein nötig ist, ja, die sind auch ungleich lang, nicht so wichtig, dass Vorschläge und Anweisungen der Philosophie im Überfluss vorhanden sind, ja, sowohl wegen des höchsten Einflusses, Ansehens des Lehrers als auch der Stadt, von denen der Lehrer dich durch Wissenschaft vermehren oder verbessern kann. Schauen wir nochmal. Was hier am besten passt, fördern, größer darstellen, gedeihen lassen, wachsen lassen, fördern kann, die andere durch Beispiele. Genau, dennoch. Ja.
Solltest du eben dies tun oder es ebenso tun, wie ich meine, damit du ebenbürtig bist in der Beredsamkeit in beiden Arten der Rede. Ja, also bezüglich der griechischen und lateinischen höchstwahrscheinlich. Genau. Und dann ist es doch schon ein weitgehend verständlicher deutscher Satz. Quam quidem ad rem nos ut videmur magnum attulimus adiumentum hominibus nostris. Quidem freilich ad quam ad rem, ad quam rem, kann man umstellen, zu dieser Sache. Nos ut videmur, also nos ist jetzt wir. Cicero spricht von sich in der Mehrzahl, also wir oder ich. Ich mache erstmal wir, können wir gleich noch umstellen. Wie wir scheinen. Ich schreibe jetzt mal, wie es scheint, trotz allem, dass es nicht zu krude wird. Magnum Attulimus Adiumentum. Adiumentum, Hilfe, Unterstützung. Magnum Adiumentum, ja, große Hilfe. Attulimus haben wir gebracht. Hominibus nostris, unseren Leuten. Ja, also freilich haben wir zu dieser Sache, wie es scheint, haben wir bei dieser Sache unseren Leuten große Hilfe gebracht. Ut non modo Cecarum literarum rudis, sed etiam, non modo sed etiam docti, se abitrentur, genau, arbitrari, arbitrentur, also ut das, non modo, nicht nur, rudis, die Ungebildeten der griechischen Schriften, Wissenschaften, der griechischen Schriften, sed etiam, sondern auch docti, die Gelehrten, aliquantum, se abitrentur, meinen Glauben, dass die Glauben, so, was machen wir mit aliquantum? In diesem Fall eine ziemlich große Menge, ziemlich viel, ziemlich bedeutend. Ja, adeptus, adipisci, erlangen, erreichen. Sondern auch die Gelehrten glauben, se, adeptus esse, jetzt müssen wir kurz. Dass sie glauben, se adeptus esse, dass sie einiges, aliquantur, erreicht haben, sowohl ad discendum, um zu lernen, et ad judicandum. Als auch für das Beurteilen. Ne? Als auch zum Beurteilen. So, jetzt hier nochmal klein. Genau. Freilich haben wir bei dieser Sache, wie es scheint, habe ich bei dieser Sache, wie er vielleicht ich scheine. So, sonst wird es komisch. Habe
ich bei dieser Sache, wie ich scheine, unseren Leuten große Hilfe gebracht, sodass vielleicht, sodass nicht nur die Ungebildeten, die, ja, das machen wir vielleicht in den griechischen Schriften Ungebildeten, weil sonst klingt das etwas seltsam. Nicht nur die, sondern auch die Gelehrten glauben, dass sie einiges erreicht haben, sowohl zum Lernen als auch zum Beurteilen. Ja, also wenn man so Wort für Wort durchgeht, was man nicht weiß, kurz nachschlägt, kommt man relativ rasch zum Ziel und dann im nächsten Schritt einfach noch für die deutsche Sprache alles umformen. Ja. Und dann ist ein Großteil der Arbeit schon erledigt.